In diesem Video möchte ich über Gottes Wunder sprechen und den Glauben, den wir aufbringen, um die Wunder Gottes zu sehen in unserem Leben. Warum mir dieses Thema am Herzen liegt, ist folgendermaßen. Immer wieder bemerke ich, dass gerade im christlichen Kreise auch dieses Thema oft kleingeredet wird. Ja? Und ich will, dass wir uns wieder ein bisschen besinnen, was das Ganze angeht. Nämlich wir leben in einer Zeit, wo wir Gottes Wunder, Gottes übernatürliche Wirken noch mehr brauchen werden als je zuvor. Gerade wenn es kritisch wird, gerade wenn es dramatisch wird, und wir sehen ja die Auswirkungen auch in diesem Land und Europa und allgemein auf der Erde. Gerade dann brauchen wir den Glauben, nämlich Gott will uns durchführen, ja, er will uns Möglichkeiten schaffen in einer Zeit, wo es scheint, dass es gar keine Möglichkeiten gibt. Die Bibel sagt uns, Jesus sagte das, um genau zu sein, alles ist dem möglich, dem, der da glaubt. Ja, überhaupt sehen wir in der Bibel, dass Glauben sehr groß hochgehalten wird. Es ist ein wichtiges Wort. Ich möchte in einen Psalm heute reingehen. Mit dem Psalm möchte ich heute starten. Da will ich dir etwas ganz Interessantes zeigen. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann möchte ich bitten, natürlich hier dran zu bleiben. Abonniere den Kanal, hau die Glocke rein, damit du keine weiteren Videos verpasst, und sei hier dabei. Liken nicht vergessen, und falls du irgendeine Anregung hast oder vielleicht hast du eine Frage zu diesem Thema, zu diesem Video, dann stell sie mir gerne in den Kommentaren. Also gehen wir in dieses Thema rein. Im Psalm 78, das schreibt Asaf, einen ganz interessanten Text. Da heißt es ab dem zweiten Vers, ich will meinen Mund zu Sprüchen auftun und will Geschichten aus alter Zeit erzählen, die wir gehört haben und wissen und die unsere Väter uns erzählt haben, damit wir es ihren Kindern und den kommenden Geschlecht nicht vorenthalten und dem Ruhm des Herrn und seine Macht und Wunder verkünden, die er getan hat. Er richtete in Jakob ein Zeugnis auf, gab in Israel ein Gesetz und gebot unseren Vätern, es ihren Kindern zu lehren, damit es die Nachkommen lernten und die Kinder, die noch geboren werden sollten, wenn sie erwachsen würden, dass sie es auch ihren Kindern weiter sagten, damit sie ihre Hoffnung auf Gott setzten und die Taten Gottes nicht vergessen und seine Gebote hielten. Das ist schon mal ein ganz interessanter Vers, den man hier eigentlich genau anschauen konnte, ja? Warum sollten die das machen? Damit sie nicht die Taten Gottes vergessen. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Das musst du hier unterstreichen in deiner Bibel. Gott ist es wichtig, dass wir nicht vergessen, dass er ein wunderwirkender Gott ist, welche Machttaten er getan hat. Und natürlich auch, damit wir weiter Glauben haben, um die weiteren Machttaten Gottes zu sehen und zu erleben. Wenn du keine Wunder in deinem Leben erlebst, wenn ein Christ ohne Wunder durchs Leben geht, dann ist er in einer Religion gefangen. Es kann nicht sein, dass wir als Christen bibeltreue Menschen sind und wir sehen keine Wirkungen des Heiligen Geistes. Wir sehen kein Eingreifen Gottes in unser Leben. Und oftmals, wenn man auch nichts erlebt, wenn man keine Wunder erlebt, viele Menschen gehen dann so, ziehen sich zurück eben, reden dann wunderschlecht und dann fangen sie an, jede Kleinigkeit, die einfach natürlich ist und die eigentlich nichts mit Übernatürlichkeit zu tun hat, als Gottes Wunder zuzuschreiben, ja? Wir sehen ja die Wunder auch in den Pflanzen, wir sehen ja auch in der Natur und so weiter und so fort. Aber das ist nicht das, was Gott gefällt. In der Bibel heißt es auch in Hebräer Kapitel 11, Vers 6, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Denn jeder, wozu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Hier spricht der Sprecher oder der Schreiber auch davon, von einem Glauben an das Unmögliche. Wir werden später in den Text reingehen und ich werde dir zeigen, dass es dort einige Beispiele gibt. Abraham, Henoch, Noah und alles Leute, die durch Gottes übernatürlichem Eingreifen, ja, weil sie Gott geglaubt haben für etwas Unmögliches, sie Gott das Zeugnis bekommen haben, dass sie Gott gefallen haben. Ich glaube, du bist auch jemand, der Gott gefallen will. Suchen wir Christen nicht immer Gott zu gefallen? Natürlich suchen wir das. Das ist etwas, wo wir uns bemühen, sage ich mal. Aber immer wieder merke ich, dass Menschen sich in falschen Richtungen sehr bemühen, um irgendwie Gottes Gunst zu haben, Gott zu gefallen und so weiter, in irgendwelchen Regeln, in irgendwelchen Gesetzen, in irgendwelchen Klamotten und so weiter und so fort, aber schießen so ans Ziel vorbei. Der Glaube ist es, womit wir uns Christen befassen müssen. Und doch weiß man so wenig darüber. Wenn man über den Glauben spricht, dann sind viele Christen auch sehr, sag ich mal, schnell durcheinander, weil sie nicht wissen, von welchem Glauben man spricht. Ich will nochmal klarstellen, ich spreche in diesem Video nicht über den Glauben an Gott.
dass du glaubst, dass Gott existiert, dass du glaubst, dass Jesus Christus existiert oder für deinen Sünden gestorben ist. Ich spreche von einem Glauben, der benötigt wird, um Gottes Wunder im Leben zu sehen. Eigentlich ein aktiver Glaube für Gottes übernatürliches Wirken hier auf dieser Erde. Lesen wir mal weiter hier in diesem Psalm. Damit sie nicht würden wie ihre Väter ein abtrünniges und ungehorsames Geschlecht, dessen Herz nicht fest war und dessen Geist nicht treu an Gott festhielt. Wie die Kinder Ephraims, die geharnischt den Bogen führten, aber zur Zeit des Kampfes abfielen. Hier in diesen paar Versen finde ich sehr bemerkenswert, dass er sagt, dass sie nicht sich hielten an Gott. Ihr Vertrauen wich mit der Zeit. Warum? Weil sie nichts gehört haben, weil sie nichts mitgekriegt haben, weil man nicht die Wunder weitergegeben hat und somit sie auch keine Wunder hatten. Wir sehen aus dem Text einfach, dass es wichtig ist, dass wir Gottes Wunder erleben. Viele Christen sind sehr mutig, wenn es darum geht, wenn gerade keine Herausforderung da ist, ja? Sie glauben an Gott, sie glauben an Heilung, sie glauben an Segnung. Gott kann alles machen, Gott kann jeden heilen. Gott ist ein souveräner Gott, der alles imstande ist zu tun, die ganze Welt umzudrehen. So. Aber sobald es eine Situation kommt in ihrem Leben, wo sie dann wirklich in eine Enge getrieben werden, wo sie Gott für das Wunder glauben müssen, dann ziehen sie sich zurück. Dann geben sie auf. Dann heißt es, vielleicht zeigt sich Gott ja auch in dem Leiden. Ja, es ist ja auch nicht so wichtig, immer irgendwie ein Wunder. Vielleicht lassen wir einfach locker. Wir wollen ja Gott nicht zürnen, so wie früher auch die Leute im Alten Testament gedacht haben. Dann kommt man schnell auf so Themen wie, der Himmel ist nur wichtig. Ja? Oder die Liebe ist nur wichtig. Dann bringt man die Sachen damit zusammen, wie Paulus gesagt hat, ja, dass auch die ganzen Geistesgaben, die werden ja irgendwann mal aufhören, aber die Liebe bleibt und so weiter. Und man wirft einfach Sachen in den Topf und kaschiert damit, dass man nicht gelernt hat, im Glauben festzustehen. Aber das ist doch genau das, was du brauchst als Christ. Ja, jeder kann glauben, wenn alles gut läuft. Jeder kann so tun, als ob er glaubt, wenn alles gut läuft. Der Glaube zeigt sich erst, wenn eine Herausforderung kommt. Der Glaube zeigt sich erst, wenn der Teufel versucht, dir das Leben zur Hölle zu machen. Der Glaube zeigt sich in der Trübsal, in der Drangsal. In dem Moment, wo dein Glaube eben angefochten, angegriffen wird, da zeigt sich, ob du wirklich Gott glaubst oder nicht. Und viele bestehen den Test des Glaubens nicht in ihrem Leben. Warum nicht? Weil sie nicht dahin geschult wurden, darüber wenig gepredigt wird über den Glauben. Nee, im Gegenteil, man redet es ja sogar noch schlecht. Dadurch auch keine Wunder erleben in ihrem Leben und somit keinen Glauben aufbauen können für die zukünftigen Wunder. Um in schwierigen Situationen standhaft zu sein und Gottes Wunder in deinem Leben zu erleben, musst du im Glauben stehen. Musst du im Glauben feststehen. Und deswegen befassen wir uns damit, was der Glaube ist. Wie der Glaube sich verhält, wie man Glauben bekommt, wie man einfach glauben kann. Ja, das alles, das Wort Gottes zeigt uns die Dinge. Und wir wollen heute da hineingehen. Kann sein, dass ich weitere Videos über dieses Thema machen werde und immer wieder auch etwas anderes oder eine Stelle mal tiefer beleuchten werde als sonst in einem anderen Video. Deswegen bleib hier unbedingt dran und abonniere den Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Das hier ist wichtig. Ja, wenn du jetzt auf die politische Lage schaust, zum Beispiel. Weil manch einer fragt sich auch, ja, wofür brauchen wir denn so jetzt Wunder, wofür brauchen wir Glauben? Die Sache ist, Sachen entwickeln sich nicht unbedingt ins Positive. Du wirst deinen Glauben brauchen. Du wirst Gott brauchen als dein Versorger, sage ich dir jetzt schon, in der Zukunft. Du wirst Gott brauchen als dein Arzt, sage ich dir jetzt schon. Nämlich der Mensch wird für die Dinge, die kommen werden, keine Lösungen haben. Und du wirst eben da Gott glauben müssen oder vertrauen müssen. Wenn du nicht ein Opfer sein willst von dem, was der Teufel auf die Welt bringt, wenn du dich nicht links und rechts von ihm schlagen lassen willst mit dem allen Plagen, die auch zum Teil auf diese Erde kommen werden, dann musst du im Glauben stehen und Gott vertrauen. Hier bringt er den Vergleich mit den Kindern Ephraims, die geharnischt den Bogen führten. Also quasi, sie waren bewaffnet, sie waren wie als ob bereit und so weiter. Aber als es dann darauf ankam zu kämpfen, haben sie es geschmissen, sind sie weggerannt. Das ist momentan die Situation, die wir in unseren Gemeinden und die wir einfach im Leib Christi sehen. Damals, als kam, da waren viele Pastoren überrascht und überfordert mit der Situation. Kaum einer wusste, wie damit umzugehen war. Kaum einer konnte irgendwie stehen bleiben. Die Regierung wollte die ganzen Kirchen oder hat die ganzen Kirchen zugemacht.
Das war doch etwas Wichtiges, das war doch etwas Großes, das war ein Moment, wo man hätte stehen bleiben können und mal im Glauben mal was durchstehen, im Glauben mal für Gottes Wahrheit einstehen, dagegen stehen, ja, sich einsetzen für das Wort Gottes. Die wenigsten haben es getan. Die wenigsten haben es getan. Ich habe sogar mitgekriegt, dass manche Leiter einfach ihre Kirchen verlassen haben, genau aus diesem Grund, weil sie den Druck auch nicht ausgehalten haben. Da dagegen zu stehen, das darf doch nicht wahr sein. Wir dürfen doch nicht dorthin kommen. Und das war noch etwas, was gar nicht so schlimm war, würde ich jetzt behaupten. Aber es werden ja extremere Prüfungen auf uns zukommen, auf uns Christen zukommen. Viele glauben, dass alles, was kommen wird in der letzten Zeit, einfach auf uns kommen wird und das war's dann. Wir können nichts dagegen tun. Und ich glaube, daher kommt auch diese Faulheit im Bereich vom Glauben. Daher kommt auch diese lästige Haltung. Warum viele einfach dann sagen, sich zufrieden geben mit Verfolgung sozusagen, oder dass sie dann sagen werden, jetzt dürfen wir halt nicht mehr, jetzt machen sie uns halt alles zu, jetzt verbieten sie uns zu reden, jetzt das und jenes und so fort. Wie hat sich denn die Gemeinde oder haben die Leute in der Apostelgeschichte sich verhalten, wenn man ihnen verboten hat, etwas zu tun? Wir kennen ganz gut die Stelle, wo es heißt, wo Petrus hinging und einfach sagte, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen, als Regierung, als egal wen. Gott mehr gehorchen. Das ist, was Glauben macht. Glauben setzt sich ein für Gottes Wort, für Gottes Wirkung, für Gottes Wunder, ja, und erwartet vor allem Gottes Wunder. Es ist nicht die Zeit, sich zurückzulehnen und zu sagen, das wird schon alles kommen, wie es kommen wird, das haben wir in der Offenbarung bekommen, das haben wir in den Prophetien ja schon, in den Schriften lesen wir. Es wird so kommen und da können wir dagegen nichts tun. Nein, wir sind das Licht und Salz der Erde. Es heißt in Jesaja 61, wenn die Finsternis die Welt überdeckt, ja, dann wird das Licht leuchten über uns. Dann sind die Möglichkeiten offen, dann ist Gott da. Und da heißt es dann für uns, in dieser Zeit zu scheinen, da heißt es für uns, das Wort Gottes wirklich für bare Münze zu nehmen und vorzupreschen. Und nicht zu, wer wird standhaft stehen in dieser Zeit? Hallo, wo sind die Leute? Bist du einer von denen? Und ich hoffe, dass du einer von denen bist, wo Gottes Wort ernst nimmt und nicht wegrennt und nicht duckt und nicht Angst bekommt vor der Zukunft, sondern Bibelverse rausholt, so wie zum Beispiel, jegliche Waffe, die gegen mich gerichtet ist, die gegen mich geschmiedet ist, wird keinen Erfolg bringen. Jede Zunge, die sich gegen uns erhebt, wird schuldig gesprochen. Das ist die Haltung, die wir brauchen. Das ist die Haltung, die wir jetzt einnehmen. Größer ist der, der in mir ist, als der, der in der Welt ist. Halleluja. Das ist unsere Einstellung. Das ist Glauben. Glauben ist mutig. Glauben zieht nicht zurück. Wir gehen gleich in Hebräer rein und ich zeige dir mal ein paar ganz wichtige Haltungen. Ein paar Texte, mit denen du dich befassen musst. Wichtige Verse, damit du ein starker Christ bist in so einer Zeit und nicht ein schwacher Christ. Nicht jeder Christ wird durch diese Zeit gleich durchgehen. Es wird einen Unterschied geben zwischen denjenigen, der Gott vertraut und denjenigen, der Gott nicht vertraut. Das war in der Bibel immer schon so gewesen. Ich weiß, dass das viele so ein bisschen, sag ich mal, kaschieren wollen oder so die Angst auch den Leuten wegnehmen wollen. Und ich will überhaupt keine Angst schüren. Aber ich will sagen, für uns, auch wenn es dunkel wird, für uns gibt es die Möglichkeit, Gott zu vertrauen. Und das wirst du nicht von heute auf morgen machen, das musst du lernen. Glauben muss man lernen, das muss man, mein Vater würde sagen, das muss man kultivieren. Ja, es ist etwas, woran man arbeitet, schon Jahre davor. Und das ist auch, warum ich mich gerufen fühle von Gott, diese Sache zu bringen, die Sache zu predigen, gerade über den Glauben zu predigen, weil wir auf eine Zeit zu steuern, wo wir es brauchen werden. Selbst wenn wir diese ganzen Jahre, wo wir jetzt im Frieden gelebt haben und die großartig waren, wir den Glauben nicht großartig gebraucht haben, sage ich mal, nur für das vielleicht das Nötigste, dass wir gerade geglaubt haben, dass ja, für die Errettung, aber du wirst Glauben für dieses Leben brauchen in Zukunft. In dem Psalm sehen wir einfach ganz klar, wie wichtig es ist, dass wir denken an die Wunder, die Gott getan hat, dass man es weiter sagt, die Wunder, die Gott getan hat und dass wir auch Wunder haben in unserem Leben. Gott möchte ein Wunder tun. Ja? Warum? Damit unsere Hoffnung auf ihn liegt, damit unsere Hoffnung auf ihn gebaut ist. Wie wirst du dich festhalten an Gott, dann, wenn du was erlebst, wenn du übernatürlich was erlebst? Jede christliche Geschichte oder jeder Christ fängt damit an, seine Reise fängt damit an, dass er dieses Wunder der Wiedergeburt erlebt. Dieses Wunder der Errettung. Es ist ein Wunder, wie der Herr dich aus Gnaden errettet hat. Wie er dir vergeben hat. Wie er einen neuen Mensch geschaffen hat.
sozusagen. Eine neue Kreatur, wie die Bibel davon redet. Das ist ein Wunder. Und da geht es los. Unsere Geschichte als Christen, unser Weg fängt mit Wunder an. Und es darf nicht aufhören, die Wunder dürfen nicht aufhören. Sie müssen immer wieder in unser Leben kommen. Sie müssen immer wieder, deswegen spricht die Bibel von einem Leben im Glauben. Abraham hatte Gott geglaubt und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Er glaubte ihm. Er glaubte ihm nicht nur einmal. Er glaubte ihn immer wieder. Er kam immer wieder in Situationen herein, wo er Gott glauben musste. Und in deinem Leben wird das genauso sein. Du wirst immer wieder vor einer Herausforderung stehen. Und bei manchen oder bei viele erleben eine Krankheit als so eine Herausforderung. Aber viele haben kein Verständnis, wie man im Glauben etwas angeht, wie man im Glauben steht und so weiter. Und so verfallen sie dann zurück und nehmen einfach alles an, nehmen einfach die Sache an. Sie gehen anstatt den Glaubensweg, gehen sie zurück in die Geschichte von Hiob und sagen, Gott hat gegeben, Gott hat genommen. Sie haben so diese Lehre, dass man sich alles über sich ergehen lassen muss und einfach, wir müssen hauptsache zufrieden sein, dass wir den Himmel haben. Und warum ich das so schlimm finde, meinetwegen kannst du ja so leben, meinetwegen kannst du auch dein ganzes Leben so leben und einfach nur auf den Himmel hoffen, aber ich finde das deswegen schlimm, weil erstens Gott gefällt es, wenn wir ihn für seine Verheißung auf dieser Erde glauben, ja? Und zweitens haben wir ein ganz anderes Leben hier. Wir repräsentieren sozusagen das Reich Gottes, wenn wir Gott glauben und wenn wir die Verheißung erleben, ganz anders. Die Welt schaut ja auf uns. Sie sieht uns an. Meine Frau ist zum Beispiel nicht gläubig aufgewachsen, so wie ich. Und sie hat mir später, wo sie dann sich bekehrt hat und wo sie zum Glauben kam, hat sie mir gesagt, weißt du, ich habe früher schon, ich habe nicht so viel Kontakt mit den Gläubigen gehabt, aber ich habe sie gesehen und mir kam das vor, als ob das ziemlich arme Leute sind, die auch ganze Probleme haben und denen es einfach nicht besser geht als mir. So hat sie es gesagt. Also sie sah quasi keinen Unterschied zu ihnen, also fragte sie sich, wozu braucht man den Glauben? Wozu brauche ich das Ganze? Wozu brauche ich Gott? Und ja, verstehe mich nicht falsch. Natürlich, letztendlich, da ist ja noch die Errettung, da ist ja auch der Himmel noch da. Das Leben nach dem Tod, ja? Aber guck mal, wie wichtig das ist, wenn wir eben als Christen Licht sein wollen, Salz sein wollen, dann sind wir Hoffnungsträger. Dann bringen wir etwas, dann bringen wir Lösungen für die Welt, wo die Welt nicht hat. Johannes kam mal, Johannes der Täufer hat mal seine Jünger geschickt zu Jesus. Und er fragte ihn und sagte, bist du der, auf den wir warten oder sollen wir auf einen weiteren warten? Jesus schaute ihn an und sagte, sagt ihm Folgendes, die Lahmen gehen, die Blinde sehen, die Tauben hören, ja, Aussätzige werden rein und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Später sagte er weiter, glückselig ist derjenige, der sich nicht an mir stoßt. Diese Stelle sollte schon dir so richtig viel sagen. Es sollte dir aussagen, worauf sozusagen Gott selber Wert legt. Jesus weist sich hiermit sozusagen aus, indem er sagt, guck mal, was passiert. Schau dir diese Werke an. Schau dir das an, was ich tue. Ja? Menschen werden geheilt, Menschen werden befreit, den Armen wird das Evangelium verkündet. All diese Sachen sind Hoffnungssachen. Es ist alles was Positives. Sowieso, den Glauben brauchst du nur für eine positive Lösung. Ich sage das immer wieder. Schreib das mal gerne in den Kommentar rein, wenn das etwas ist, was du vielleicht zum ersten Mal hörst. Glauben musst du nur für eine positive Lösung. Somit hat Glaube immer was mit Positives zu tun. Jesus beweist hier sozusagen mit dem, was er macht oder zeigt mit dem, was er macht, dass das der richtige Weg ist und dass er derjenige ist, auf den alle gewartet haben. Die Bibel sagt auch uns an einer anderen Stelle, dass Jesus sagte, ich tue nichts außer das, was ich bei meinem Vater gesehen habe oder was ich von meinem Vater höre. Er war komplett in Gottes Willen. Er tat nur, was der Vater von ihm will. Und offensichtlich war es der Wille Gottes, dass die Menschen geheilt werden, Menschen befreit werden, Menschen das Evangelium gepredigt bekommen. Und das hat Jesus auch weitergetragen und sagt uns, so sende ich euch, geht ihr jetzt hin. Jedem, der da glaubt, werden diese Dinge folgen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in meinem Namen werden sie in anderen Sprachen sprechen, sie werden Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Das ist unser Auftrag, primärer Auftrag als Christen. Wir sind dafür da, um, ich sag's mal, drück's mal vorsichtig aus, weil Gott macht es ja durch uns, nicht wir machen es, aber wir sind dafür da, um Gottes Wunder hier auf dieser Erde zu haben, sichtbar zu machen, freizusetzen, wie auch immer du das ausdrücken willst. Gott will durch uns die Wunder hier bringen.
Und durch die Wunder will er sich mächtig erweisen, will er sich zeigen, will er den Menschen zeigen, dass Gott existiert, er ist lebendig und dass der Mensch sich von seinen Wegen auch umkehrt und umdreht. Religion ist eben etwas, wo du einfach irgendwelche Regeln hast, wo du irgendwas theoretisch glaubst. Ja, ich glaube auch. Viele Christen glauben theoretisch an Heilung. Sie glauben theoretisch an Wunder. Sie glauben theoretisch an die Geistgaben. Nur nicht für heute. Sie glauben es nur nicht heute. Aber die Bibel sagt uns, heute, wenn ihr meine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht. Glauben ist immer heute. Und wir gehen jetzt gleich zu diesem Text rein. Da heißt es nämlich im 11. Vers, Hebräer Kapitel 11. Der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Und ein Nichtzweifel an dem, was man nicht sieht. Sieht man schon wieder interessanterweise, dass der Glaube etwas mit Hoffnung zu tun hat. Der Glaube ist etwas, eine Wirklichkeit dessen, was man hofft. Auf was hoffst du? Ja? Hoffst du auf eine Krankheit? Hoffst du, dass du krank bleibst? Hoffst du, dass es dir schlechter geht? Hoffst du, dass du irgendwann mal echt in der Armut verfällst? Ist das, was der Mensch hofft? Nein. Du siehst schon einfach, den Glauben brauchst du nicht für negative Dinge. Du brauchst den Glauben für positive Dinge. Du glaubst, brauchst den Glauben für etwas Lebendiges, für etwas, was Leben bringt, ja? Und dann siehst du einfach auch, dass Gott, wenn er will, dass wir ihm glauben, er will, dass wir ihm glauben für gute Dinge. Dass wir ihm glauben für Heilung, dass wir ihm glauben für Befreiung, für letztendlich das Wunder. Vielleicht eben für Dinge, wo der Mensch nicht weiterkommt. Gott liebt das. Gott liebt das. Deswegen ist Jesus auch auf der Erde gewandelt und er tat nur Gutes. Heilte alle, die vom Teufel bedrängt waren, denn Gott war mit ihm. So heißt es in der Apostelgeschichte. Gott war mit ihm. Deswegen heilte der alle Kranke. Deswegen befreite er alle, die vom Teufel bedrängt waren, weil Gott mit ihm war. Und wenn Gott mit dir ist, dann wird früh oder später Wunder in deinem Leben passieren. Halleluja. Und das sage ich dir jetzt im Namen Jesus. Du wirst Wunder erleben. Du wirst jetzt durch eine Zeit gehen, wo du vielleicht echt nicht mehr weiter weißt. Wo auf einmal alles dunkel um dich her wird. Wo auf einmal Psalm 23 deine Realität wird. Du wandelst durchs Tal der Todesschatten. Aber du fürchtest kein Unglück. Warum? Weil Gott ist bei dir. Sein Stecken und sein Stab trösten dich. Seine gewaltige Hand wird über dich sein. Und er öffnet dir Türen. Er macht, schafft dir Möglichkeiten. Er heilt dich von allen Gebrechen. David sagt, ging sogar so weit. Sein Glaube spricht so, ob Tausende fallen zu meiner Linken, Zehntausende fallen zu meiner Rechten, so wird es mich dennoch nicht treffen. Halleluja. Warum? Weil er weiß, an wen er glaubt. Weil er weiß, worin er seine Hoffnung gelegt hat. Dahin will ich mit uns zurück. Dahin will ich mit dem Volk Gottes zurück. Lass uns nicht irgendwelche Ausreden suchen. Lass uns nicht versuchen herauszufinden, warum der eine nicht geheilt wurde. Oder irgendwie eine Lehre darüber machen und so weiter. Lass uns einfach Gott wieder, Gottes Wort lesen und uns wieder vertiefen. Und uns wieder voll machen mit den Wundern, die er getan hat. Die unmöglichen Situationen. Uns daran freuen. Jesus sagte, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Es hat was mit dem Glauben zu tun. Jesus sagt an einer anderen Stelle auch, aber wenn der Sohn Gottes auf die Erde kommt, wird er den Glauben finden? Ich will nur, ich weiß, ich werfe hier ein paar Bibelverse mit in einen Topf, ja, aber ich will dir einfach das Bild malen, das lässige Verhalten eines Christen, wo den Glauben für das Übernatürliche und für Wunder nicht so hoch anrechnet und nicht ernst nimmt, der bewegt sich auf einem sehr, sehr fatalen Weg. Auf sehr dünnem Eis, würde man sagen. Und dieser Christ wird den Trost, den zukünftigen Trost nicht sehen, wie es in Jeremia Kapitel 17 heißt. Der auf Fleisch vertraut, der auf den Menschen vertraut, der ist verflucht. Dieser Mensch wird den zukünftigen Trost nicht sehen, so heißt es. Aber der auf Gott vertraut, der ist gepflanzt wie ein Baum an Wasserbächen, der zu jeder Zeit Frucht bringt. Seine Blätter verwelken nie. Er hat keine Angst. Egal ob Hitze kommt, egal ob Regen kommt, egal ob Stürme kommen, was auch immer der Teufel da draußen macht, auch welche Zeit es auch immer ist, auch ist es die Endzeit und auf einmal Armageddon-Stimmung und keine Ahnung was. Aber ich laufe im Namen des Herrn. Und die Kraft des Heiligen Geistes lebt in mir. Und durch diese Kraft des Heiligen Geistes kann ich sprechen, kann ich den Berg befehlen, dass er weicht. Ja, muss ich nicht jede Sache einfach annehmen und auf mich nehmen und alle möglichen Attacken des Satans, sondern ich kann siegreich durch jede Situation gehen.
Nämlich der Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Jesus sagte auch, und ich erinnere gerade heute viel an dem, was Jesus sagte, weil wir uns immer wieder beziehen auf Jesus, sein wie Jesus, lieben wie Jesus. Aber Jesus hat den Glauben hochgehalten. Also können wir auch diese Sache annehmen und sagen, glauben wie Jesus. Glauben wie Jesus. Wenn Jesus etwas kritisierte an seinen Jüngern, dann war es immer nur der Glaube. Es war der Glaube. Er sagte, oh, ihr Kleingläubigen. Habt ihr denn keinen Glauben? Ihr Kleingläubigen, habt ihr keinen Glauben? Als Jesus zu dieser einen Tochter von diesem Aufseher ging und er dann sagte, sie schläft und die Leute alle so lachten über ihn und spotteten, dann schickte er sie alle raus. Er jagte alle Leute, die keinen Glauben für dieses Wunder hatten, jagte er raus. Er wollte damit nichts zu tun haben. So krass ist die ganze Sache mit dem Glauben. Ja? So penibel ist die ganze Sache mit dem Glauben. Und ich kann einfach nicht verstehen, wie man dieses Thema immer noch so extrem unterschätzt. Wie man Predigten macht, wo man sagt, wisst ihr, es ist nicht schlimm, wenn wir zweifeln. Ja, auch im Zweifeln kann Gott ein Wunder tun. Auch im Zweifeln und so weiter und so fort. Wenn man immer die Schwächen des Menschen groß macht. Auch in der Krankheit können wir Gott verherrlichen. Auch darin kann Gott uns gebrauchen und so weiter. Natürlich kann Gott uns gebrauchen. Gott kann uns gebrauchen in der Krankheit, Gott kann uns gebrauchen in der Armut und so weiter. Das ist doch überhaupt nicht die Frage. Aber was verherrlicht Gott? Was verherrlicht Gott? Lass uns ganz spontan in eine Stelle gehen. In Johannes Kapitel 9, da lesen wir von Anfang, da geht es um eine interessante Geschichte. Und Jesus ging vorüber und sah einen Mann, der blind geboren war, und seine Jünger fragten ihn, Meister, wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortet, weder noch seine Eltern haben gesündigt, sondern an ihm sollen die Taten Gottes sichtbar werden. Ich muss die Werke dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Warum verbindet Jesus hier das Licht der Welt mit dem Wunder, wo er gleich machen wird? Wir wissen alle, er macht dann den Brei und dann setzt er quasi den Blinden frei. Halleluja, reimt sich. Er heilte den Blinden und das ist genau das Werk, das Gott machen wollte. Viele befassen sich immer wieder mit, hat der eine gesündigt? Haben die Eltern gesündigt? Wer ist schuld? Warum wurde er nicht geheilt? Warum ist das passiert? Warum ist jenes passiert? Und hier war das genau wieder so eine Sache. Der Fokus auf dem, warum ist das so? Warum ist das so? Jesus sagte, weder noch seine Eltern haben gesündigt, sondern an ihm sollten die Taten Gottes sichtbar werden. Und so musst du auch jede Krankheit, jedes Problem, wo dir entgegensteht, betrachten. An den Problemen sollst nicht du irgendwie kaputt gehen oder irgendwie dich Gottes Gnade einfach erfreuen, dass du immer noch wenigstens atmest oder keine Ahnung, es könnte ja schlimmer sein. Nein, du sollst Glauben entwickeln dafür, dass Gott etwas Großes tun will, dass Gott eine Tat tun will, dass Gott das Wunder tun will. Und genauso hier hat Jesus quasi das Wunder getan. Er sagt noch, ich muss diese Werke wirken, solange es Tag ist. Er ist das Licht der Welt, solange er auf der Erde ist. Später wissen wir auch, sagt er zu den Jüngern, sagt er auch zu uns, ich gehe weg, aber ihr seid das Licht. Ihr seid das Licht. So geht ihr nun. Ich sende euch. Was ich damit sagen will ist, dass vielleicht kannst du auch so denken, okay, Jesus hat das getan. Jesus hat die Wunder gemacht. Er musste damit zeigen, dass er der Messias ist. Aber das ist nicht wahr. Genau das Gleiche, wofür er berufen war zu tun hier auf dieser Erde, außer dem Sterben am Kreuz. So hat er auch uns berufen. So wie der Vater mich sendet, so sende ich euch, sagt die Bibel. Ich höre auch immer wieder, dass dann heißt, dass wir sein sollen wie Jesus, ja? Und man bezieht sich dann immer auf die Liebe und auf die Toleranz und auf dieses und so weiter. Aber wie war Jesus? Jesus war voll des Geistes, gesalbt mit dem Heiligen Geist, der ging und Wundertaten vollbrachte. Er wirkte in der Kraft Gottes. So war er. Und er tolerierte nicht alles. Immer wieder hört man dann auch so, Freund der Sünder, Jesus war unter den Sündern. Und man macht immer diese Dinge groß. Aber Jesus war bei ihnen, um etwas zu bewirken. Er veränderte jede Situation, jedes Leben, das mit ihm in Berührung kam, wurde verändert. Aus Tod wurde Leben, aus Krankheit wurde Heilung. Aus Armut wurde Reichtum, wurde Segen. Alles, was er berührte,
wurde zum Besseren verändert. Und es waren Situationen, wo der Mensch nichts mehr tun kann, wo der Mensch nicht in der Lage ist, sozusagen, wo er nicht weiterkommt, wo der Mensch aufgegeben wird und so weiter. Und gerade hier, mein lieber Freund, brauchen wir Gottes Wirken, Eingreifen in unser Leben. Ich kann in diesem Video nicht mehr bringen. Ich werde in dem nächsten Video weitermachen und wir werden uns weiter befassen mit Hebräer Kapitel 11. Ein bisschen tiefer noch in die Materie vom Glauben hereingehen und uns einfach die Beispiele anschauen, die auch dort aufgeführt sind. Ja, wie die Männer und Frauen Gottes sich verhalten haben. Warum hat man ihnen quasi, wurden sie so gelobt für ihren Glauben? Was hat sie ausgezeichnet? Das ist etwas, was mich sehr stark bewegt. Und ich finde es nur traurig und deswegen bin ich vielleicht auch so laut, wenn es um diese Themen geht. Viele finden das sehr seltsam. Warum schreit der so? Warum redet er so laut? Weil mich der Heilige Geist dazu anspornt. Deswegen, weil es eine Not ist. Weil ich Alarm schlage. Deswegen rede ich so laut. Weil Christen schlafen. Schon mal was gehört von den 10 Jungfrauen? Wenn du dieses Gleichnis genau anschaust, dann wirst du schnell merken, dass das Öl repräsentiert den Glauben. Und das ist etwas, was verloren geht. Was in der letzten Zeit gerade immer mehr weggenommen wird. Das Glauben an das Übernatürliche, an Gottes Wirken. Sie waren sozusagen nicht bereit in dem Moment, wo es wieder drauf ankam. Und ich möchte nicht, dass dir das passiert. Das sollte keinem passieren. Wir Christen müssen aufgerüttelt sein von den Tatsachen, die hinter uns liegen, von der Vergangenheit, von den letzten Jahren, die wir erlebt haben. Das sollte uns aufrütteln. Und nicht in dem, dass wir sagen, ach, der Herr kommt bald. Ja, wir erwarten den Herrn. Wir erwarten ihn auch bald. Wir wollen auch, dass er kommt. Ja? Aber er hat dich hier in diese Welt gesetzt und er hat dich berufen. Unsere Generation hat er gerufen. Nicht damit wir Weicheier sind, nicht damit wir schlapp machen und uns einfach zurückziehen, sondern damit wir vorwärts gehen. Eine Bibelvers gebe ich euch noch zum Abschluss. Im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 38, da heißt es, der Gerechte aber wird aus Glauben leben, wenn er aber zurückweicht, wird meine Seele kein Wohlgefallen an ihm haben. Wir aber gehören nicht zu denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern zu denen, die glauben und das Leben gewinnen. Ja, an sich im Kontext geht es hier um die Errettung. Aber das wirkt sich genauso auf dem aus, wo wir gerade uns befinden, auf dem Hier und Jetzt. Sei nicht einer von denen, die zurückweichen. Trete nicht zurück von Gottes Verheißung, von Gottes Zusagen, von Gottes Wort. Die Bibel zeigt uns so viel. Gott spricht durch sein Wort zu uns. Er verheißt uns, dass er mit uns sein wird. Bis ans Ende aller Zeit, aller Tage. Du musst dir zu jeder Zeit sicher sein, dass Gott bei dir ist, dass er das Unmögliche vollbringen kann. Und dass du dementsprechend handeln kannst. Wenn du das nämlich nicht hast, dann wirst du nicht dementsprechend handeln. Du wirst zurückziehen. Du wirst einfach mit allem mitmachen. Du wirst Ja und Amen sagen. Ich höre immer wieder, dass manch einer sagt, ja, wenn wir Christen verfolgt werden oder wenn es um Leben und Tod geht, dann werde ich auf jeden Fall stehen und nicht absagen. Mein lieber Freund oder Geschwister, hört mir zu. Wenn wir nicht gelernt haben, die Jahre davor in leichteren Situationen zu stehen, ja, für Gottes Wort sich einzusetzen, wie soll man dann später, wenn es um das Leben geht, sich einsetzen? Das ist ein Lugdruck und man belügt sich da nur selber. Wenn du nicht schon ein paar Mal gelernt hast, mein Vater hat mir immer gesagt, David, es ist wichtig, dass man dem Christen beibringt, den Menschen beibringt, mit kleinem Glauben anzufangen und sich sozusagen immer weiter vorzuarbeiten. Und das stimmt, weil er mich auch immer wieder reden gehört hat über, keine Ahnung, so größere Sachen oder große Glaubensschritte machen, aufs Wasser gehen und so weiter. Und sagte, es ist gut, wenn man langsam, wenn man einfach lernt, Schritte im Glauben zu machen. Und er hat vollkommen damit recht. Wenn man nämlich lernt, Schritte im Glauben zu machen, wenn man vielleicht bei einer kleinen Sache mal im Vertrauen und Glauben gegangen ist und dann etwas Größeres und dann etwas Größeres und so weiter, dann wird es wirklich so sein, dass wenn dann mal es um Leben und Tod geht, dann wirst du stehen. Aber wenn du in deinem Leben nie irgendwie was erlebt hast und nie was im Glauben gemacht hast, wie wirst du dort stehen? Ja? Und vor allem stehen im Glauben für den Sieg, für die Befreiung, für das Leben
Und ich bin überzeugt, wir sind, egal welche Zeit jetzt vor uns steht, es wird nicht die Zeit sein, wo wir uns ducken werden müssen. Gott ruft uns jetzt, und ich sage das prophetisch, Gott ruft uns, Gott ruft dich, Gott ruft dich, um jetzt standhaft zu widerstehen, um zu siegen, nicht um zu verlieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht die Zeit, um sozusagen dich einsperren zu lassen, um dich umbringen zu lassen, um dich fertig machen zu lassen, um quasi zu verlieren. Das wird nicht die Zeit sein. Diese Zeit, die vor uns steht, wird eine Zeit sein, um zu gewinnen. Aber das wird nur im Glauben passieren. Das wird nur, wenn du deinen Stand in Christus einnimmst, mutig dich hinstellst, wenn wir Christen wieder ein Rückgrat bekommen, vertieft in Gottes Wort. Dann werden wir uns dem Feind entgegenstellen, den antichristlichen Ideen und Gedankengut und so weiter, und wir werden siegen. Wir werden siegen! Und das Land wird wieder in eine andere Richtung gehen. Und wir werden wieder eine Blüte erleben in diesem Land. Halleluja! Und Gott wird uns gebrauchen für die arabischen Länder und für die, um das Evangelium zu verkünden. Nämlich 2 Milliarden Menschen sind auf dieser Erde noch nicht erreicht worden. Und das kann nicht so bleiben. Die Bibel zeigt uns ganz deutlich, Matthäus 24, Vers 14, wenn das Evangelium auf der ganzen Erde verkündet wird, dann kommt das Ende. Und solange das nicht der Fall ist, und Open Doors hat das auch aufgelistet und hat es auch dargestellt, 2 Milliarden der Menschen sind nicht erreicht worden. Es sind sehr viele, es ist ein Viertel der ganzen Menschheit. Ja, und da sehen wir können uns nicht zurücklehnen. Wir können nicht eindrucken, einfach, oh Herr, komm, diese Lieder singen, Herr, oh Jesus, komm. Oh Lord, komm, oh komm. Wir singen Sachen, wo man denkt, so meine Güte, sind wir alle depressiv, sind alle fertig mit der Welt, haben alle schon die Schnauze voll. Das darf nicht wahr sein. Lasst uns auch wieder zurückschauen auf die Helden in der Bibel, die mutig gegangen sind, die Gott gepriesen haben, die gut gelaunt waren, die Lust hatten zu kämpfen und das Leben zu leben, das Gott ihnen gegeben hat. Lasst uns nicht so leichtsinnig sein mit dem Leben, wo Gott uns gegeben hat. Lasst uns dafür kämpfen. Und lasst es uns leben. Ihr sagt, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und das volle Genüge haben könnt. Das ist, was ich in meinem Leben will. Das ist, was ich in deinem Leben will. Und das ist, was ich will, dass die Welt draußen sieht. Damit sie erkennt, dass wir anders sind. Nämlich Gott ist auf unserer Seite und mit uns. Schön, dass du dabei warst. Wenn du irgendwas hast, was du eine Anregung, vielleicht hast du eine Frage, schreib es gerne in die Kommentare. Ich freue mich mit dir dort auszutauschen. Ansonsten, wie gesagt, nicht vergessen, diesen Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren. Sei hier auf jeden Fall dabei für weitere Videos. Wir sehen uns ein nächstes Mal. Bis dann. Vergiss nicht, wenn du hier etwas mitnimmst und wirklich dieser Kanal ein Segen für dich ist, dann darfst du auch gerne diese Arbeit unterstützen. Du findest in der Beschreibung einen Videolink. Klicke einfach auf ihn und dann kommst du zur Webseite. Und dort kannst du die Liebesgabe tätigen, was auch immer der Herr dir aufs Herz legt. Das tue, ja, wenn dir diese Arbeit wirklich wert ist und du einen Samen ins Reich Gottes setzen möchtest. Gott will dich reichlich segnen, hier in dieser Zeit, auf dieser Erde, jetzt schon. Nicht erst im Himmel, wie es manche zu glauben meinen. Gott hat jetzt schon für dich etwas vorbereitet, bin ich fest überzeugt davon. Und auch ich möchte dir etwas Kleines dalassen. Und zwar habe ich ein Buch, das ich dir geben möchte, um genau zu sein, 2 Bücher. Es geht bei einem Buch um das Buch von Erich Fitz, Geschäfte mit Gott. Es geht um einen Geschäftsmann, einen deutschen Geschäftsmann, den Gott wirklich segnete, weil er Gottes Reich baute mit seinem Gut, also mit seinen Finanzen. Und es ist ein Vorbild, wenn es um geschäftliche Dinge geht. Und ich möchte, dass du entweder dieses Buch oder ein anderes Buch erhältst, je nachdem, welches du halt haben willst. Das andere Buch ist ein Buch von Mike Murdock. Finde deine Berufung. Ist auch ein sehr wichtig und interessantes Buch. Es hilft dir einfach, in Gottes Beruf hineinzukommen. Wenn du hier finanziell dabei bist, möchte ich dir eins von diesen Büchern schicken. Schreib mir einfach eine E-Mail, nachdem du die Liebesgabe getätigt hast, und sag mir, welches Buch du haben möchtest. Dann schicke ich es dir gerne zu. Ich wünsche dir Gottes Segen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.